TF! Creeper! Oh nein! Fuck! Oh! 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 Wie heftig! Ich frag mich auch immer, wo die herkommen. So viele Viecher. Manometer. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal genug Eisen. Also ich müsste nun mal hier wieder rausfinden. Ach du lieber Himmel. Jetzt fällt da oben von so ein Creeper runter. Pass auf. Meine Fresse. Ist ja überhaupt nicht übertrieben. Wäre echt schön, wenn ich noch ein paar Diamanten finden würde. Na! Scheiß Creeper, du! Wunderbar. Gold auf jeden Fall, das ist schon mal toll, aber Diamanten fände ich natürlich auch mal klasse. Gibt's anscheinend nicht bei mir. Komisch. Warum bloß? Warum gibt's hier eigentlich so wenig Diamanten in meiner Welt? Bam, badum, badum, badum. Eigentlich ist das ja total unlogisch, dass mir Diamanten einfach so abbauen kann. So aus dem Gestein raus. Ja, weil eigentlich... Nee, obwohl, man muss ja nur das Stein drumrum wegklöppeln. Stimmt, ist doch nicht so ganz unlogisch, wie ich dachte. Ich dachte jetzt nämlich, aber dass dann geschliffener Diamant rauskommt, das finde ich halt etwas komisch, ne? Weil ich glaube nicht, dass mir so mit Eisen mal auf die Schnelle da nur beim Abpacken so einen Diamanten schleifen kann. Das geht glaube ich nicht. Wenn sich da einer, wenn einer Juwelier werden will und sich da auskennt, kann das mir gerne berichten. Ich lasse mich da auch belehren. Boah, dieser Wichser. Habt ihr gesehen, der Camper? Dieser Camper, du. Manometer. Immer diese Camper. So, hier noch ein Skelett. Ja, genau. Gib mir sofort ein Heady. Gib mir einfach mal ein Heady. So gut bin noch nicht mal ich bei Brickforce mit dem Aimbot. Ich benutze bei Brickforce keinen Aimbot. Das sollte jetzt nur ein Witz sein. Obwohl, könnte ich eigentlich machen. Würde ich eine ganze Menge Punkte bekommen. Die ich ja brauche. Um euch im Let's Play mal eine gute Waffe zeigen zu können. Ja, ich bin bei einer schlechten 3-Sterne-Waffe aus der Computerbild spiele. Ich weiß ja gar nichts. So, ich glaube, jetzt habe ich dann auch erstmal genug gefarmt. Zwar wieder keine Diamanten. Leider. Na gut, ist ja nur alles 1.2.5er Gebiet hier. Das, da gab es noch Diamanten noch nicht so häufig. Oder im Überfluss. Wie es jetzt heute gibt. Ich könnte natürlich Strip Mining machen, aber das. Ja, das finde ich etwas extrem langweilig. Wisst ihr, wenn ich dann da anfange im Let's Play Strip Mining. Strip Mining, so. Im Together kann man halt machen. Wenn dann noch ein anderer bei labert oder sowas, aber. Ja, genau! Genau! Habt ihr das gesehen? Jetzt ist hier lunge doch noch ein zweiter rum. Ja, ja, ich wusste es! Ich wusste es! Ich hab's einfach gewusst! Ich hab's einfach gewusst! Einfach gewusst hab ich's, dass da noch ein zweiter Pisser rumlauert, ey. Manometer! Ey. Da raste ich ja echt aus. So, jetzt hier noch das ganze Eisen mitnehmen. Wenigstens will ich Eisen genug haben danach. Wenn ich schon keine Diamanten haben kann, dann wenigstens genug Eisen. Der Gast braucht es. Der muss nämlich... Wisst ihr, ich guck dazu und er arbeitet. Wisst ihr, wow! Sowas habe ich mir schon immer erträumt. Ja, so einen Sklaven wollte ich eigentlich schon immer mal haben. So. Und jetzt mal hier noch ein bisschen gucken. Vielleicht finde ich ja noch was. Oh, noch einen Höhlenarm. Noch einen Arm. Vielleicht gibt es in dem ja Diamanten. Ach du lieber Himmel. Manometer. Ist das eine Riesenhöhle? Hey, ich habe aber eine größere Höhle als du. Da lungert gleich noch ein zweiter rum. Ich sag es euch. Jetzt kommt um die Ecke bestimmt noch ein zweiter gelaufen.
immer noch eine Spinne. Aber das ist doch typisch. Oh, 18:58. Verdammt, ich sollte aufhören. Boah. Jetzt habe ich auch wieder lange aufgenommen. Ich sollte auch mal ein bisschen was vorrendern für die Klassenfahrt und so ein Kram. Aber ich bin gerade so vertieft auf der Suche nach Diamanten. Ups. Na, ich glaube, ich grab mich einfach irgendwo straight hoch. So. Hauptsache meinte einer, es liegt am PC, wie hell dein Minecraft ist. Als ich damals noch nicht, es noch nicht diese Helligkeitseinstellungen gab. Da habe ich mir auch gedacht, ja, liegt hier auch nicht irgendwie am Monitor, ne? Muss ja zwangsweise am PC liegen, ne? Ein anderer meinte zu mir, ja, liegt am, hast einen schlechten PC, wenn du langsam hochlädst. Hat ja und Internetleitung ist Nebensache. So ohne Extreme Crawl kannst du nicht innerhalb von einer halben Stunde hochladen. Das geht gar nicht. Also. So. Jetzt reicht's aber hier. Jetzt gehe ich hier raus. Mir reicht's. Ich muss noch nach oben rendern und den ganzen Kram dann hochladen. Und heute ist Brickforce-Tag, genau. Na gut, Brickforce sind jetzt 400 Megabyte, aber. Ja, naja. Ist halt egal. Wisst ihr, was ich meine? Muss halt noch hochladen und so. Heute ist übrigens der 19.09.2012 und Chewie hat sich in seiner Höhle verlaufen. Ah, hier bin ich. Gut. Hier ist vorhin der Creeper hochgegangen. Manometer. Hier unten. Hallo Zombie. So. Dum, 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 dum. Okay, gut. So, jetzt hier hoch. Bin ich hier runtergefallen? Ja, hier bin ich sogar runtergefallen. Cool. Da kam ich von wo kam ich da genau? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich hier noch eine Menge Eisen, falls ich das mal irgendwann mal brauchen sollte. Was ich eigentlich stark bezweifle. Oder auf die Schnelle muss ich erstmal nicht mehr in die Höhle, habe ich das Gefühl. Ja. 5 Stacks Eisen, das sollte vorerst mal ein bisschen reichen. Ma! Hör mal. Wie scheiße. So, nehme ich hier nochmal ein bisschen was mit. Soll ja auch noch was. Was lang, ne? Das Eisen. Hinterher geht's mir morgen aus. Wenn ich nochmal so eine lange Session mache. Und ich will jetzt aufhören. 19:01 Uhr. Verdammte Scheiße. Und ich verirre mich. Manometer. Manometer! Ist das hier eine Irrhöhle? Den Stift hier kenne ich irgendwoher. Ich kann, glaube ich, nicht so weit vom Ausgang hier entfernt sein. Doch. Aber ich kenne den irgendwoher. Und das hier kommt mir auch sehr bekannt vor. War es nicht hier, wo die mich erwischt haben? Also wo der Creeper mich erwischt hatte. Oh Gott. Ich habe ein Gedächtnis. Gedächtnis von 12 bis Mittag, ne? Boah. Alter. Geht ja mal gar nicht klar. Ich finde hier eigentlich. Oh nein. Ich finde hier nie wieder raus. Ich würde jetzt sagen, folgt dem Wasser, aber das kann ich hier auch nicht sagen, ne? Es kommt ja immer daher, wo es sogar Lust hat, ne? Und nicht immer zwangsweise von draußen. Oder fließt nicht zwangsweise nach draußen, ne? Ist ja halt der Mist in Minecraft. Es ist hier noch ein unerkundeter Höhlenabschnitt. Ich glaube, nein, Chewie. Nein, einfach nö. Ich finde erstmal hier raus. Ich glaube, jetzt bin ich unter dem Ding, wo ich reingegangen bin. Meine Güte, nee. Okay, auf jeden Fall bin ich jetzt auf Höhe 50 oder sowas.
So. Das ist mir jetzt egal. Hoffentlich geht nur die Spitzhacke nicht kaputt. Das wäre fatal. Habe ich noch eine bei? Nee, shit. Ey, komm schon. Das kann doch nicht so hoch sein hier. Komm schon. Lass mich jetzt hier nicht im Stich. Ich möchte mich hier nicht per Hand rauskloppen. Bin ich voll. Cobblestone finde ich wichtiger als Erde. So, komm. Ich steuere jetzt einfach darauf zu. Ah, nein! Ich habe doch nur noch meine Crafting Box dabei, ne? Ja. Komm, komm, komm. Schneller. Ich möchte hier raus. So, das kann ich hierfür wegschmeißen. Gammelfleisch. Wisst ihr was? Ich habe so viele Slimebälle. So. Ich habe jetzt wenigstens noch ein bisschen Steinspitzhacken. Wo komme ich jetzt raus? Komm. Das kann doch nicht sein. Muss doch hier irgendwo rauskommen. Ich grab mich jetzt nach oben. Ich will jetzt wissen, was da oben ist. Boah, da hätte ich aber noch lange graben müssen. So, tut mir leid, wenn ihr jetzt nichts seht. Ich will hier raus. Ah, schaut mal. Hier war nicht der Eingang der Höhle. Definitiv nicht, der war da hinten. Aber egal. So, wunderbar. So. Die Trucker-Musik. So.